Noch sind die Räume leer. Ihr hört, es hallt doch ganz schön. Aber bald werden hier und in den gesamten zweiten Etage des Museums Meisterwerke des Expressionismus hängen. Werke von unseren Partnern Wuppertal, von Leit Museum, Buchheim Museum der Fantasie, die Frauen in der Großstadt von Kirchner, natürlich auch Franz Marc, der Fuchs oder die gelbe Kuh von Franz Marc aus Halle. Wir freuen uns sehr, diese Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz zeigen zu können, weil wir am Theaterplatz, in der Kunstsammlung am Theaterplatz, den Schwerpunkt Brücke Schmidt-Rottluff haben. Und gleichzeitig im Museum Gunzenhauser aus der Sammlung von Alfred Gunzenhauser den Schwerpunkt auf den Blauen Reiter legen können. Münter, Jawlensky, internationale Leihgaben, etwa aus Amsterdam, Kandinskys Improvisationen oder aus dem Lehnbachhaus. All diese Arbeiten werden zum ersten Mal hier in Chemnitz in so enger Nachbarschaft im direkten Dialog gezeigt. Ein Besuch lohnt sich. Ich freue mich sehr, wenn ihr bald nach Chemnitz kommt und euch die Ausstellung anschaut.